Hallöchen ihr Lieben und nochmal herzlich willkommen auf meinem Channel. Auch jetzt noch nicht wieder zurück in Florida, denn ich war ja auf der SEMA Show, das Video habt ihr bereits gesehen, wenn nicht, hier oben ist der Link. Und bin dann beruflich von Las Vegas nach Los Angeles gefahren, dann von Los Angeles nach Phoenix und da bin ich jetzt im Moment. Und hier wollte ich euch noch was ganz Besonderes zeigen, denn einige von euch werden sicherlich die Serie Desert Car Kings kennen. Die läuft auf D-Max, lief auf D-Max, wird auch noch hier und da wiederholt. Geht da um eine interessante Truppe, die einen gigantischen Schrottplatz mit klassischen Autos hat in Arizona. Und genau hier bin ich nämlich jetzt, denn wie man im Hintergrund schon vielleicht erahnen kann, hier stehen unzählige Klassiker, von denen einige noch restauriert werden können, andere werden nur noch ausgeschlachtet, aus verschiedensten Epochen, wirklich aus den 20er Jahren bis hoch aktuell oder relativ aktuell. Und ja, die coolsten Exponate, wenn ich sie denn hier auf dem Platz finde, weil es sind wirklich mehrere tausend Autos, möchte ich euch jetzt zeigen, aber auf jeden Fall suche ich die raus, die ich grundsätzlich interessant finde. Gut, viel Spaß! Man fühlt sich hier irgendwie so ein bisschen mitten im Nirgendwo, muss ich sagen, denn das ist ein gigantischer Platz und den Platz musst du natürlich haben. Dabei sind wir gar nicht so weit weg von Phoenix bzw. Scottsdale. Das hier ist eigentlich der Eingangsbereich, den ihr seht. Also so sieht es dann hier gleich mal zur Begrüßung aus. Da erwarten einen schon mal ziemlich coole Kisten. Hier zum Beispiel für 300.000 Dollar. Hier zum Beispiel ein schöner alter Lincoln Mark III. Daneben 64er Chevy Impala. 9.500 Dollar. Runs and Drives steht drauf. Zustand ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Viertüriger Sedan, viertürige Kisten aus den 60er Jahren sind ja noch nicht so beliebt. Aber grundsätzlich, ja, sie werden nach und nach immer beliebter. Was haben wir denn hier noch? Einfach mal wild drauf loslaufen, wie ich euch gesagt habe. Schön Pickup hier. Da haben wir einen Buick Riviera, ein 73er. In relativ schlechtem Zustand, wobei das Blech eigentlich noch ganz gut aussieht, der Riviera. Ja, das Interessante an der Kiste ist immer gewesen, er ist noch von den Sammlern nicht so extrem beachtet, aber er wird immer interessanter und das Coole an diesem Auto ist wirklich, dass das Heck, wie ihr seht, das fließt extrem und es hat diesen, ja, sexy Hüftschwung, nennt sich Boat Tail oder so, so nennt man das Ganze. Und das Auto ist wirklich eigentlich vom Design sehr, sehr schön gelungen. Cooles Ding. Ja, meine Frau hat auch einen 73er, in dem Moment einen 72er Riviera. AMC Pacer, ja, Knutschkugel, lustiges Ding, wurde immer etwas belächelt. Das eigentlich Interessante an dieser Kiste ist, die hat zwei unterschiedlich große Türen. Denn hier, die Tür ist viel, viel länger, wie ihr vielleicht erahnen könnt, im Vergleich zur Fahrertür, damit man da besser ein- und aussteigen konnte nach hinten. Ich zeige euch nochmal die Fahrertür, Sekunde. Da seht ihr, dass sie schon kürzer ausgearbeitet ist. Huch, hier haben wir dann nochmal Buick Riviera, auch einen 73er, der allerdings in einem deutlich schlechteren Zustand ist und auch schon etwas länger hier steht. Der ist hinten ganz schön durchgerostet. Ja, der Klassiker Mustang Coupé aus den 60er Jahren, 65er Mustang, 64er Chevy, nee, Moment, Ford Galaxy, Entschuldigung, 64er Ford Galaxy, Buick Roadmaster, meine Güte, steht hier viel. Ja, hier ist die andere Seite. Nochmal im Schnelldurchlauf Plymouth Satellite, eigentlich ein cooles Ding, zweitüriges Hardtop Coupé, Baujahr 66, 7.500 Dollar, finde ich es ehrlich gesagt auch kein so schlechter Preis. Was haben wir denn hier noch? Also es gibt hier echt viel zu holen und die Jungs, wenn man ein Auto findet auf deren Webseite oder wirklich nach was sucht, die scheinen auch wirklich ordentlich zu helfen und dann das ganze Auto auch in Container zu schieben und euch nach Deutschland zu schicken. Hier Plymouth Sport Fury, auch nicht schlecht, Baujahr 67. Weiter geht's. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinlaufen soll. Das Einzige, was ich machen muss, ist aufpassen, denn hier gibt es auch Klapperschlangen und da will ich nicht, dass die mich erwischen. Nochmal ein Plymouth Sport Fury, diesmal ein schönes Cabriolet und hier hinten steht es dann wirklich dicht an dicht. Schauen wir mal weiter, was hier noch gibt. Ich habe da vorne noch was relativ Ungewöhnliches gesehen, da muss ich nur gucken, ob ich hinkomme. Eine Sekunde, ich begebe mich mal darüber auf den Weg, denn das hier ist eigentlich noch ein lustiges Ding. Ich muss noch rausfinden, dass es ist. Ein alter Packard ist es. Lustiges Ding, ja. Front, wie die Scheinwerfer ausgearbeitet sind, eigentlich schon sehr gelungen. Soll 4.250 Dollar Verhandlungsbasis kosten. Das ist ein Modelljahr 58, wenn ich nicht falsch liege. Und sehr, sehr coole Ausarbeitung hier von den Scheinwerfern. Also das ist wirklich
selten gesehen und auch wirklich cool. Und oh, diese extrem ausgearbeiteten Rückleuchten hier, diese schönen geschwungenen Heckflossen. Ja, ist wirklich cool anzusehen. Weiter geht's dann hier. Etwas ungewöhnliche Autos. Noch ein Lincoln Mark V diesmal. Baujahr, was ist das? 78. Dann hier nochmal was Ungewöhnliches. Ein alter De Soto. Auch eigentlich cool. Ein Cabriolet. Nicht mehr so viel von erhalten. Auch ziemlich Rost angefressen. Aber ein Cabriolet. Also wer Bock auf so ein Auto hat, der kann natürlich sich sowas dann hier mal zur Seite stellen. Wobei das an sich gar nicht so verrostet aussieht, das Auto. Also da habe ich schon schlimmere Autos gesehen, die man wieder zum Leben erweckt hat. Eieieiei. Oldsmobile 98, Baujahr 62. Auch lustig, da sieht man erstmal, was die Sonne hier für eine Kraft hat in diesen Staaten, dass das komplett ausgeblichen ist und leichter Flugrost drauf ist, aber es nicht wirklich gravierend durchgerostet ist. Und deswegen immer, wenn ihr mal einen Klassiker sucht, ruhig gucken, dass ihr einen Staat findet, der relativ trocken ist, dass man da einfach auf Nummer sicherer zumindest gehen kann, wenn es um den Rostzustand geht. Denn wenn ihr das Auto strahlt und ihr habt ein Auto aus einem trockenen Bundesstaat, erlebt ihr weniger böse Überraschungen, als wenn es dann am Ende eine Kiste ist, die ihr vielleicht in Florida gekauft habt, denn könnt ihr ganz gut aufs Maul mitfallen, muss man sagen. Hier dann nochmal was für Pickup-Freunde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das hier für ein Baujahr ist. Ich würde sagen Ende 40er, Anfang 50er, na 48 würde ich jetzt vermuten. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Motor ist noch drin. Keine Ahnung, wann der das letzte Mal lief, aber gut, kann man natürlich machen. Hier liegt noch eine alte CD drin. El Antiguo Testamento. Also irgendwer hat hier mal eine alte CD liegen lassen. Ich glaube kaum, dass das Ding ab Werk einen CD-Spieler hatte, aber vielleicht hatte das Ding mal nachgerüstet ein. Man weiß es nicht. Wie viele von euch wissen, ich bin ein Kombi-Fan und das hier ist ein Ford Falcon Kombi. Und das Coole an dem ist, es ist ein Zweitürer, nicht ein Viertürer. Es gab also relativ wenig von den Zweitürern, weil die halt nicht so praktikabel waren. Aber am Ende, finde ich zumindest, sehen die cooler aus, wenn sie nur zwei Türen haben. Der hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Vom Rost ist er ehrlich gesagt ganz gut. Kotflügel fehlt vorne. Keine Ahnung, ob der Motor noch drin ist. Auf jeden Fall ein nettes Auto. Und im Hintergrund sieht man noch was richtig Großes, und zwar ein uraltes Feuerwehrauto. Auch geil. Es gibt immer mehr Leute, die anfangen, die Kisten wieder zum Leben zu erwecken. Ja, echt nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Baujahr ist. Mit Feuerwehrautos kenne ich mich überhaupt nicht aus. Hier steht ein Preis dran von $3,500. Ich würde sagen, das Ding hier ist irgendwie Anfang der 70er gebaut. 71, 72, 73, sowas würde ich grob schätzen. Schaut mal rein. Cooles Ding. Aber da braucht man natürlich Platz zu Hause und den passenden Führerschein auch, wenn man das Ganze hier mit H-Kennzeichen in Deutschland fahren will. Sehr lustig. Oh, hier kommt man wesentlich gut an den Motor ran. Der Motor ist nämlich hinter der Fahrerkabine. Wie ich euch gesagt hatte, das hier war jetzt eigentlich nur der Vorbereich sozusagen. Jetzt gehen wir aufs eigentliche Gelände. Hier ist das Tor ist offen, jetzt Gott sei Dank für uns. Und wir gehen hier mal rein und hier geht es dann weiter mit krassen Kisten. Hier ein alter Cadillac, schönes Cabriolet, Pickup, nochmal zweitüriger Kombi. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das hier ist. Hinten steht Camback dran. Ist das ein Chevrolet oder relativ kompaktes Auto? Ah, ein Chevrolet Vega Camback. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel drüber. Baujahr 73 ist das hier. Aber wenn jemand mehr zu dem Auto weiß, gerne unten reinschreiben. Würde mich auch interessieren. Ansonsten google ich eben selbst. Ja, für die Leute mit etwas illustrerem Geschmack haben wir hier ein Hearse, also ein Leichenwagen. Wahrscheinlich gut genutzt worden in den letzten Jahrzehnten. Und ja, irgendwann wird auch der hier beerdigt, in dem Fall auf dem Schrottplatz. Also nicht nur wir Menschen werden irgendwann vergessen und verabschieden uns von dieser Welt, sondern dem geht es jetzt hier ähnlich. Es sei denn, jemand von euch hat Bock darauf, das Ding wieder zu restaurieren. So, weiter geht's. Also ich zeige euch wirklich nur eine Auswahl
von Autos, die interessant sind. Denn das ist hier, also ist wirklich ein unfassbar großes Gelände. Wenn ihr die mal googelt und bei Google Maps schaut, werdet ihr sehen, wie riesig das wirklich auch am Ende alles ist. Hier steht noch was Cooles aus den frühen 40er Jahren. Chevrolet Panel Truck, beziehungsweise ich glaube, das war kein Panel Truck, aber da hat jemand die Scheiben hinten zugemacht. Lustiges Ding. Gehen wir doch mal kurz hier rüber, ohne dass mich eine Klapperschlange erwischt. Sehr geil. Cooles Ding. Also ich finde sowas cool. Ich mag diese ungewöhnlichen Sachen, so wie das hier. In dem wurde ein bisschen rumgebastelt, wie man sehen kann. Aber gut, wer Bock und Zeit hat und am Ende auch ein bisschen Geld, der hat sicherlich auch Spaß daran, sowas zu restaurieren. Hier dann nochmal ein schöner Kombi, ein alter Chrysler. Sehr ansprechendes Ding. Weiter geht's. De Soto steht sold dran. Gut, kann ich verstehen. Cooles Auto, Zustand passt soweit, bis auf ein paar kleine Restflecken. Hier rechts werden dann nochmal ganze Fronten gelagert von verschiedensten Autos. Dahinter Türen und Kotflügel. Also eine gewisse Ordnung steckt dahinter. Aber es gibt auch viele Autos, die eben noch nicht ausgeschlachtet sind hier. Und da lohnt es sich dann auch, wie gesagt, mal durchzulaufen. Und vielleicht findet man irgendwas Cooles, auf das man Bock hat, es wieder herzurichten. Hier haben wir was ganz, ganz Altes aus den 30er Jahren, vielleicht sogar Ende 20er Jahren. Ja, das steht schon ein bisschen länger. Das steht schon ein bisschen länger. Aber trotzdem lustiges Ding, zumindest das live zu sehen. Unglaublich, dass damit mit, keine Ahnung, 50 km/h die Stunde über unbefestigte Straßen die Menschen in den 30er Jahren von der Westküste 4000 Kilometer rüber zur Ostküste der USA gefahren sind. Hier haben wir dann eine riesige Auswahl an Motoren. Inklusiv Getriebe mal ohne Getriebe, Hinterachsen und dergleichen. Also Klassikerfreunde, die gerade bei einer Restauration sind, werden hier sicherlich ganz glücklich sein. Und die Jungs von Desert Valley Auto Parts sind da sicherlich auch ganz hilfsbereit. Denn die haben alles gut hier zusammengetragen, nicht nur auf dem Gelände, sondern auch im Computer und können euch dann sofort sagen, wenn ihr was benötigt. Also hier bei dem Gelände stockt einem echt der Atem. Eigentlich brauche ich einen Golfkart, um hier durchzufahren. Vielleicht finde ich hier eins, das ich mir mal ausleihe. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Wahnsinn. Teilweise doppelt gestapelt die Kisten. Da ein alter Chevy, Impala, Viertürer. Da drunter ein alter, was ist das denn? Ein Dodge wahrscheinlich. Junge, 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 Junge. Ja, viele Autos, die irgendwann mal das Zeitliche gesegnet haben, mit einem Motorschaden, einen Unfall hatten oder dergleichen. Oder vielleicht auch einfach zu alt waren, dass die Leute, das kennen wir auch aus der heutigen Zeit, irgendwie nach 7, 8 Jahren keinen Bock mehr hatten auf ihre alte Kiste und sich dann was Neues gekauft haben. Auch ein cooles Ding, wird immer interessanter in der Klassiker-Szene. 64er Pontiac Catalina, zweitüriges Hardtop-Coupé. Das heißt, das Auto hat keine B-Säule, wie ihr sehen könnt, und man kann beide Seitenscheiben einfach komplett runterfahren. Das ist natürlich ein sehr cooles Gefühl, mit dem Ding mit Fenster runter einfach mal durch die Gegend zu fahren. Die haben relativ viele Kombis hier, was mich freut. Aber wie gesagt, es gibt einige von euch, die mögen Kombis vielleicht nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr ansprechend. Cabriolets, zweitürige Hardtop Coupés. Einige, bei denen ist alles zu spät. Hier bei so einem Pontiac Bonneville. Puh. Ich glaube, das ist echt schwierig, da noch was zu retten. Aber gut, dafür gibt es hier viele andere Autos, die vom Zustand echt noch okay sind. Oder man sie zumindest ausweiten kann, um das eigene Projekt dann wieder zum Leben zu erwecken. Ja, im Moment sehe ich noch nicht das Ende des Geländes. Aber puh, gut. Ich bin ja noch gut zu Fuß. So alt bin ich ja noch nicht. Hier haben wir dann diverse Oldsmobile, da ein Zweitürer, hier dann nochmal schön gestapelt, ein paar alte Oldsmobile, beide aus den 70ern, frühe 70er Jahre. Gut, das Auto war begehrt, würde ich sagen, denn hier fehlt fast schon alles, könnte man sagen. 76er Oldsmobile, ich glaube, das hier ist wirklich die Oldsmobile-Ecke, dass man hier eine gewisse Ordnung drin hat und überhaupt noch findet, was man sucht. Hier verstecken sich dann noch zwei Kisten, die allerdings schon ganz schön lange hier stehen dürften und oh wow, auch ziemlich verrostet sind. Und zwar zwei Woodys aus den 40er Jahren, die zumindest Holzbeplankung mal hatten an den Seiten. Wie man sieht, hier sind noch die Aussparungen, also das hier war mit Holz verkleidet.
Und früher war es wirklich so, dass die Dinger, ja, direkt nach dem Krieg war der Stahl halt ein bisschen knapp. Deswegen wurden viele Autos mit Holz gebaut. Und ja, mit Holzteilen zumindest versehen, weil es günstiger war und weil man teilweise noch nicht so in der Lage war, lange große Stahlbleche ordentlich anzufertigen. Aber Hauptgrund war eigentlich das Thema, dass man Probleme hatte mit dem Stahl und dass man deshalb lieber das Holz genommen hat. Die haben auch die besten Zeiten wirklich schon hinter sich. Also hier ist echt nicht mehr viel zu machen. Aber wer Bock hat hier auf einen alten Ford, der sollte sich hier natürlich austoben. Krass ist natürlich auch, sind das so Details hier wie das hier. Zum Beispiel schaut euch mal die Uhr an, die da drin ist. Das ist jetzt kein Witz, wenn ich euch das sage. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Videobild erahnen kann, aber die Uhr sieht aus wie neu. Es ist Wahnsinn, wie die kontrastiert mit dem Rest des Autos, was doch wirklich sehr, sehr verrostet ist, wie man sieht. Und den einzigen Europäer, den ich auf dem gesamten Rundgang gesehen habe, ist dieser Käfer hier. Irgendwas aus den 60ern. Heieieiei. Ja, steht aber auf irgendeinem anderen Chassis. Und ja, ob da noch was zu retten ist, man weiß es nicht. Auch wenn das Ding hier nicht mehr in einem kompletten Zustand ist, ist es eigentlich meiner Meinung nach schon ganz interessant, euch zu zeigen, denn es ist ein Kombi, und zwar ein recht seltener Kombi, ein Oldsmobile Vista Cruiser, wie es hier unten heißt. Und das Besondere an der Kiste war, dass es ab Werk ja nicht das Standard-Kombidach hatte, sondern, wie ihr seht, das steigt hier leicht an. Und die Passagiere auf der Rücksitzbank hatten ein extra Glasdach ab Werk. Und hier nicht nur die Seitenscheiben hinten im Kofferraum, sondern hier oben zusätzlich nochmal gewölbte Glasscheiben, die ins Dach reingelaufen sind, um das Ganze ja einfach ein bisschen luftiger zu machen, noch das Gefühl in dem Kombi. Und ja, eigentlich sehr, sehr cooles Ding. Sehr, sehr cooles Ding. Da unten liegt noch eine Kassette, auf der steht drauf Total Body Workout. Also die Videokassette von wer weiß wann. Hier dann noch was Schönes, ein 55er Cadillac. Viertüriger Sedan, wie ihr seht. Tja, damals war das State of the Art und alle reichen Leute fuhren so ein Ding. Schaut euch mal hier schön an, was 1955, wie schön die Heckflossen aussahen. Nicht so übertrieben, so leicht aufgesetzt. Ist heute eigentlich unvorstellbar, dass man das noch machen könnte. Letzte Zulassung hier war sogar 2003. Das geht ja. Also bis 2003 wurde das Ding hier gefahren. Und dann, keine Ahnung, wie man darauf kommt, 2003, obwohl das Auto noch gar nicht, ja, obwohl das Auto bereits so viele Jahre alt ist, dann nicht mehr zu erhalten. Hier noch was Cooles, ein 52er Dodge Power Wagon. Fettes Ding. Sieht eigentlich komplett original aus. Vom Motor kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, auch der Motor ist original. Sind immer beliebter jetzt auf dem Markt und es gibt wirklich schon Power Wagon, die erzielen 50.000, 60.000 Dollar. Je nach Modell, je nach Zustand. In dem Fall hier, muss ich sagen, sieht der Zustand gar nicht schlecht aus. Braucht ein kleines bisschen Arbeit, aber man sieht jetzt keine erschreckend großen Durchrostungen. Cooles Ding. Hier haben wir noch einen, was ist das? Lass mich nicht lügen. Mitte 50er Buick Century. Zweitüriges Hardtop Coupé, auch darüber gesprochen schon mit euch bei einem anderen Auto. Keine B-Säule hier. Ach, dieser Hüftschwung, sehr, sehr schön. Century Schriftzug. Echt wenig Rost am Auto. Scheint verkauft zu sein, sagt die Frontscheibe. Kann ich auch verstehen. Ist ein Auto, was sich lohnt, mehr und mehr zu restaurieren. Insbesondere als zweitüriges Hardtop Coupé. Hier dann diese Lufteinlässe, Luftauslässe, diese angedeuteten, nennt sich bei Buick Portholes. War einfach ein Designmerkmal, gab mal drei, gab mal vier. Und auch bei den modernen Buicks gibt es sie teilweise noch auf der Haube angedeutet. Sieht aber sehr bescheiden aus, zumal die meisten Leute nicht mehr wissen, dass da eigentlich so eine lange Historie mit diesem Designmerkmal hintersteckt. Ja, meine Lieben, das war's soweit von mir, hier von dem Platz. Ich bin jetzt hier anderthalb Stunden drüber gelaufen, habe bei weitem noch nicht alles gesehen, bin echt beeindruckt, was da doch für Autos stehen. Nicht unbedingt alles extrem seltene Autos, aber auf jeden Fall ein paar Autos dabei, die ich euch gezeigt habe, von denen ich glaube, dass es auch ganz schön ist, wenn man die noch irgendwie erhält und nicht einfach ausschlachtet. Ich bin soweit durch hier, mir ist jetzt auch warm, muss ich sagen, denn die Sonne kommt gerade wieder. Für mich geht es heute zurück nach Miami, ab in den Flieger und von da aus gibt es dann neue Videos zu sehen. Wenn euch das hier gefallen hat, bitte Daumen hoch dafür.
stellt sicher, dass ihr meinem Kanal folgt und guckt auch bitte, dass die Subscription Bell quasi, diese kleine Glocke aktiviert ist neben meinem Abo-Status, denn dann kriegt ihr auch immer mit, wenn ich neue Videos poste. In diesem Sinne vielen lieben Dank und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, ciao, ciao aus Phoenix.